recht schönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind auf der Karte Landkreis Bonningen unterwegs, haben soeben die erste Haltestelle passiert und wir fahren auf der Linie 101. Die führt uns nach Bonningen zum Bahnhof West oder Süd? Ich denke mal Süd. Und ja, wir sind unterwegs mit einem Ebeco Crossfire LE in der Landversion oder in der Überlandversion. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei der Fahrt und viel Vergnügen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr wieder ein Däumchen nach oben da lässt, diesen Kanal abonniert, weil es gibt jetzt bald wieder Neues kommt oder viel mehr kommt als in letzter Zeit, da ich nicht so großartig die Lust hatte, irgendwas zu machen. Schönen guten Tag daher, haben sie Platz genommen, dann können wir weiterfahren. Ne? Ja, wir fahren die Linie 101 und die Fahrzeit beträgt 31 oder 32 Minuten, glaube 32 Minuten warten das. Ja, und ich würde euch schon mal sagen, ich wünsche euch schon mal viel Spaß und viel Vergnügen. Ja, die Stadt Bonningen soll irgendwo zwischen Köln, glaube ich, liegen und ist eine fiktive Karte. Den Link dazu zu dieser Karte und auch zu diesem Bus packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung oder ihr seht den jetzt, keine Ahnung, irgendwo. Genauso wie zu dem letzten Video, natürlich, kriegt ihr auch Informationen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal ganz fleißig Däumchen nach oben klickt. Natürlich könnt ihr auch nach unten klicken, so wie ihr wollt. Natürlich jedes Däumchen nach oben macht mir mehr Spaß. Und ja, ich wünsche euch dann schon mal eine gute Unterhaltung. Ja, was kann ich euch zu dem Bus erzählen? Der Bus kommt mit einem Avia oder Fia oder irgendwie, ihr wisst das doch viel besser als ich, ausgestattet um die Ecke. Wir haben auch einen IMAX-Fahrkartenautomaten. Die Fahrgäste sind teil stumm, teil nicht stumm, kaufen auch ab und zu meine Fahrkarte. Natürlich ist Manfred auch wieder dabei. Ja. Und ich hoffe, euch macht diese Karte auch genauso viel Spaß wie ich. Wie ich, ja klar, nehme ich an, ist klar, nee, wie mir, ne? Ja, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und mal gucken, was wir auf dieser Tour oder auf diesen 32 Minuten, jetzt natürlich nicht mehr 32 Minuten, aber was uns da so alles begegnet und passiert. Universität für Sprachstörung. Schönen guten Tag, hallo. Die Damen. Kommen Sie rein. Hallo. Setzen Sie sich hin. Nehmen Sie Platz. Rathausplatz. Ich möchte keine aussteigen, aber es möchten welche einsteigen. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, die Dame.
Der nächste Bus kommt noch vor der Eröffnung der Stuttgart 21 versprochen. VLB. Auch nicht schlecht, der Spruch, ey. Ja, ich bin ja gerade schon ein paar Runden hier gedreht und ich muss sagen, es sind echt gute Sprüche hier von der Verkehrsbetriebe Landkreis Bonningen. Also, wie war das? Sauna und Kuscheln statt für 3,10 Euro für 3,30 Euro. Naja, wenn das so sein sollte, ne? Dann ist das halt so. So. Wollen Sie einsteigen? Wollen Sie mit? Können Sie rein? Können Sie rausgucken? Ne, Sie wollen nicht mit oder muss ich noch näher ranfahren? Schauen wir mal, was die jetzt sagen. Ob die mit wollen oder nicht? So, schönen guten Tag. Bahnhof Bonningen Saab, glaube soll Süd heißen. Das war der Bordstein, das war natürlich nicht so gut, aber egal, da müssen wir durch. Na, Omsi, kommst du jetzt um eine Ecke? Was gibt es Neues im Omsi-Bereich? Es gab ja jetzt den Volvo, kam jetzt raus, es kam Köln raus, ich glaube letztes Jahr kam Köln schon raus, ne? Ja, da gibt es einen Bus, also der ist echt heftig, der hört sich an wie ein Staubsauger, wenn man damit fährt. Ja, der Iveco Crossfire, also dieser Bus, den wir hier gerade fahren, ist zwar ein schöner Bus, aber das Einzige, was mich an diesem Bus stört, ist der Blinker-Sound. Also, ey, da wird man ja verrückt. Mit, mit. Boah, das geht einem so auf die Nüsse. Oder eher gesagt, so auf die Nüffe. Also, ich frage mich nur, wie kann man das den ganzen Tag als Busfahrer aushalten? Nächster Halt ist Wiesenburg. Fahren die U-Bahn?
Netto, Markendiscount. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein, den können Sie gerne kriegen. Ja, der kostet 3,30 Euro. Dann kriegen Sie noch 15 und 2 zurück. Ach ne, einer. Ja, schönen guten Tag, die Damen. Jetzt aufpassen, dass wir nicht die Oma hier über den Haufen fahren. Das kann keiner bezahlen. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Ja, kann ich euch auch erzählen. Und zwar habe ich eine virtuelle Spedition, die Interlogistik, und wir suchen immer noch Fahrer und Fahrerinnen. Falls ihr Lust habt und ETS spielt, könnt ihr euch gerne dazu bewerben. Die Information gibt es unten in die Videobeschreibung. Und wenn ihr Videos sehen wollt von uns, dann guckt doch einfach mal bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbei. Oder ihr guckt ganz einfach mal bei uns auf dem YouTube-Kanal nach oder vorbei. Den Link dazu packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung, das soll ja dann nicht fehlen. Da gibt es Videos von unseren Convoys, da könnt ihr euch mal einen Einblick verschaffen von unseren Tun und Machen. Und wir würden uns gerne freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet mit eurem fahrerischen Können, mit eurem LKW. Und ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, wir benutzen das Abrechnungsprogramm Tracking VS und alles andere wird euch dann erklärt, wenn ihr dann bei uns euch bewirbt. Einen wunderschönen Hallo. Guten Tag, der Herr. Wunderschönen guten Tag. Der Matze ist auch wieder an Bord, das finde ich natürlich auch wieder toll. Der Bruno ist auch wieder da. Ah ne, der Bruder. Der Bruno hat ja ein hellblaues T-Shirt. Genau. Aber Martin, mir bloß nicht auf den Sitz kotzen, ne? So wie letztes Mal. In der Zeit sammeln wir hier das Ömerken ein, hier die alte Dame. Ach so, ja. Hallo. Hallöchen. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein hätte die Dame. Ja, gerne, bitteschön. Na, ja, jetzt wieder nicht mehr. Da ist jetzt ein Scheißprogramm. So, das sind 50, 20 und 1. Bitteschön, die Dame. Dankeschön, der Herr. Mann, bin ich heute mal wieder voll freundlich. So, hier ist die Post. Eher aus wie eine Feuerwehr, aber naja, Post, bla. Ja, natürlich gibt es auch noch andere Linien wie die 902. Die werde ich euch auch noch mal zeigen. Also wir werden noch hier auf der Karte noch sämtliche Busse erleben. Und auch sämtliche Buslinien erleben. Also jetzt könnte es ein bisschen ruckeln an dieser Stelle. Also ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ruckelt wie vorhin. Aber ich sag schon mal, es könnte ruckeln, dass es anfängt, der Bus zu hüpfen. Ja, dann haben wir nicht nur einen Bus, sondern dann haben wir auch einen Känguru. Ey, das wäre eine neue Marke für Iveco. Iveco Känguru. Ist so mal was, oder? Und natürlich, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein nettes Kommi unter dem Video schreiben, natürlich. Ja. Also,
Ich würde mich freuen, wenn ich mal was lesen würde, also was Schönes. Ihr könnt euch natürlich auch Kartenbusse, Szenarien wünschen, dass wir dann gucken können, wie wir dann, wie ich das dann veranstalten kann. Und ja, es wurde auch schon ein Szenario gewünscht, und zwar von der Karte Köln. Das kommt auch noch, das Video, also keine Panik. Wurde gewünscht, einmal im Schnee durch Köln zu fahren, über den Kölner Dom. Oder eher gesagt, am Kölner Dom dran vorbei. Ja, ich habe schon ausprobiert, es funktioniert auch. Das Video ist schon im Kasten, das muss ich noch bearbeiten. Also, es kann richtig interessant werden, also das sind echt ziemlich enge Stellen, die wir da passieren müssen. So, und jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Aber immer nur an dieser blöd verfickten Stelle. Uiui, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Ja, es tut mir leid, liebe Fahrgäste, es tut... Willst du jetzt nicht in mir reinfahren, oder? Hallo! Ja, nie ist klar, Junge. Fährt da einfach in meinen Bus rein, ich glaub's nicht, ey. Jetzt beruhigen wir uns mal um sie. Also ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie ist da ein Punkt oder so, der ziemlich blöd ist. Also der Bus war gerade auch schon, wo ich ohne Aufnahme gefahren bin, da zu derbe gehüpft. Also das ist nicht normal. Naja, ich hoffe mal, dass es jetzt wieder ruhiger zusammen vonstatten geht. Ja, wenn ihr natürlich auch noch andere Videos sehen möchtet, wie zum Beispiel ETS im Eurotruck Simulator. Einen normalen Fahrschein bitte. Ja, einen normalen Fahrschein, gerne. Dann könnt ihr es auch gerne in die Kommis schreiben. Dann könnte ich es auch euch mal zeigen, wie man da so unterwegs ist. Und ja. Oder weiß ich nicht, wollt ihr, oder Kurs der Tycoon, wollt ihr The Hunter Classic, wollt ihr The Hunter Call of the Wild, ja, Dead for Dead habe ich auch noch im Angebot, falls ihr das haben wollt, was habe ich denn noch im Angebot, Firefighter 2014, habe ich auch noch, ja, es sind so viele Projekte, die am Laufen sind. Natürlich auch habe ich auch LS19, LS15, LS17, aber glaube LS17 und 15 ist schon Time Out, würde ich sagen. LS19 wäre vielleicht aktueller und vielleicht auch schöner anzusehen, weil man weiß es ja nicht. Hirschblüten weg. Wir werden dann jetzt angezeigt. Auch schön. Einmal normal. Einmal den normalen, ja. Na, könnt ihr jetzt holen. Danke, passen. Also ich mag diesen Bus nicht. Jedes Mal, wie verspätet auf den Scheiß hier. Oh, die zwei Riesen.
Radiotelevision Luxemburg. RTL. Hier wird bestimmt das Dschungelcamp gedreht. Aber so ein großes Komplexus für RTL-Los, also wird bestimmt der Dschungelcamp gezeigt. Oder gedreht, weil es soll ja eigentlich im Dschungel stattfinden, aber ich glaube es nicht, dass es da irgendwie im Dschungel ist. Ich gehe davon, ich hab's ja noch nie geguckt, also ich meine nein. Guten Tag der Herr, guten Tag Hallo. Die Dame, Hallöchen. Steigen Sie ein, kommen Sie rein, können Sie rausgucken, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. So. Was los, liebes Taxi? Soll ich dir noch über die Straße helfen oder werden? Wenn du nicht fährst, Manta B oder A, dann fahr ich. VW-Bus, T1. Nee, T2. T1, T2. Ach, kann auch ein T4 sein. Nee, ich meine, das ist T2, glaube ich, oder? Weil der T1, da ist ein T1. Der hat den runden Scheinwerfer. Guck mal, die Schere ist... Die Sonne schien hell, die Sonne steht tief. Die ist so weit, die ist in Welt. Ich hab einen guten Fahrstil, nur die Bremsen von dem scheiß Bus haben versagt. So, Türen zu, Affe tot, abfahren. Die haben eine Frage, die kotzen wir gleich im Bus rein. Boah. Ein normaler Fahrschein bitte. Ein normaler Fahrschein, bitte schön. 5, 2, 1. Ja. Apfel tot, Apfel zu, auf geht's. Ladies and Gentlemen, wir legen los, auf geht's. Nein, wir sind ja nicht hier auf dem Kirm. Ach, Mann. Guten Tag, die Dame mit Vollbart. Wollen Sie auch noch mit? Ach du Scheiße. Guten Tag, die Dame. So, Türen zu, auf geht's und tschüss. Halte Stelle. Da kommen andere Kollegen.
und Fahrgäste. Wer fährt eigentlich hin? Muss man keiner vorne ist, wenn ich gehen will. Hallo. Hallo. Da war der Frodo. Der Gegenbus. Busbahnhof. Wir kommen jetzt, glaube ich, jetzt gerade an dem ZOB an. An dem ZOB Böningen ist auch letztendlich der Betriebshof, der Verkehrsbetrieb Land Böningen. Kann man hier sehen schon, hier rechts. Werkstatt und Waschmaschine für Busse. Die Verkehrs Landkreis Böningen Kundencenter. Da kann man schicke Fahrkarten kaufen. Aber nur schicke Fahrkarten, keine hässlichen. Oder wenn man Beschwerden hat von Busfahrern oder so, könnt ihr euch da gerne auch beschweren oder so. Eigentlich relativ egal. Zentrales Abfahren, bitte auf Anschluss warten. Auf das noch. Ach, die Kollegen da hinten machen gerade Kaffeepause. Bringen sie sich einen Kaffee, deswegen ist auch keiner mehr auf Funk. Ein D92. Doppelstockkurs. Hallo. Schönen guten Tag, einmal die Fahrkarten bitte. Dankeschön, danke, danke, danke. Wir bewegen Region mit dem Bus. Urlaubsbus. Oh. Urlaubsbus. Urlauber sind mit ihrer Kur- oder Gästekarte in ganz Ostfriesland schon ab 1 Euro pro Person und Fahrt unterwegs. Linienbus mit Landkreis Aurich, Friesland, Leer sowie Emden und Wittmund fahren jederzeit zum Betrieb VE Jabtari. Nachteulen zur nächsten Disco, ins Kino oder zum Stadtfest mit unseren Nachteulen kein Problem. Wir bringen sie hin und natürlich auch wieder zurück. Einsteigerbus. Der Einsteigerbus soll Kinder, Erwachsene und Senioren den neu und quer oder wieder Einstieg in den Busverkehr leicht. Ein Schwerpunkt ist die Sicherheit, ein sicheres Verhalten im Verkehr. BSM-Bus. So, wenn jetzt kein Bus mehr kommt, Türen zu und Abfahrt. Ich bleib auch hier nicht bis morgen um 7. Und tschüss.
Nachteulen bei Weser Apps. Meinen die damit die Eulen selber oder den Nachtbus? Wer weiß das schon. Wenn ihr es ja wisst, könnt ihr es mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber nicht. Wäre nur mal schön zu wissen, ob es wirklich Nachteulen gibt hier beim Weser Ems Busverkehr. Das würde mich mal voll interessieren. Hier eine U-Bahn. Irgendwie fand ich hier alle 15 oder 20 Minuten Takte, also kann sie sehen lassen. Da muss ich manche Stadt noch einfach abschneiden. Guten Tag. Hallöchen, Bruder von Frodo. Hallo Oma. Hallöchen. Zentrum. Auf Wiedersehen, tschüss, goodbye, edit war, tschüss und tschüss. Hallo, einmal Schüler bitte. Einmal den Schülertarif. Wo haben wir die Stellen? Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Bleib ruhig kurzer, sonst gibt es gleich ein Nein auf die Mütze. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Nein, kann ich nicht. Ich muss den erstmal suchen hier. Typisch. Oder mit dem roten Pulli, ey. Voll die Nervenpunkte. Nervensäge. Von mir aus kannst du mal im Mixer gucken oder eine Sackgummi. Sackgummi ist das nicht mehr, ne? Tschüss. Aber nicht. Bahnhof Groningen. Groningen, wenn du ein Ö da dran schreibst, heißt es Böningen. Ach, bist du hier ein bisschen hier weg. Feldtauer Straße? Hört sich so an wie auf Berlin. Tschüss! Ja, meine Damen und Herren, ich danke euch recht. Danke meine... Also,
Nochmal. Danke, meine Damen und Herren, fürs Mitfahren und fürs Zuschauen. Ich sage mal dann, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Micha von Micha's Let's Play. Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder im ETS oder auch im Omsi wieder, der Omnibus-Simulator. Ich wünsche euch viel Spaß und tschüss.